Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat heute getagt und hat zwei wichtige Entscheidungen im Bereich Verkehr getroffen. Einmal geht es um die Einführung eines neuen digitalen Parklight-Management-Systems. Dabei geht es darum, dass die Menschen noch besser freie Parkflächen in Mannheim erreichen können, dass sie sich darüber informieren können, wo man schnell das Fahrzeug abstellen kann. Weniger Verkehr in der Stadt, weniger Parksuchverkehr, weniger Lärm, weniger Emissionen und damit eine bessere Erreichbarkeit unserer City. Die zweite Entscheidung zum Verkehr betrifft die Regelung von den E-Scootern, die oft störend abgestellt werden, im Weg liegen, Menschen behindern. Das wollen wir regeln durch feste Abstellflächen mit der Möglichkeit auch der Begrenzung der E-Scooter in der Stadt auf 2000 und weitere Auflagen, damit wir hier mehr Ordnung, mehr Sicherheit auch für die Fußgänger und für andere Verkehrsteilnehmer bekommen. Ja, eine ganz wichtige Entscheidung, die heute der Gemeinderat getroffen hat, geht es um die Frage der Zukunft des Klinikums Mannheims. Hier geht es um die Finanzierung der Liquiditätsbedarfe im laufenden Jahr und im nächsten Jahr. Dieses Jahr stellt der Gemeinderat nochmal 10 Millionen zu den bereits vorhandenen 24,5 Millionen zur Verfügung. Und im nächsten Jahr haben wir eine Patronatserklärung für 100 Millionen Euro übernommen. Diese Entscheidung ist einstimmig gefallen. Damit ist der Standort für die nächsten 2 Jahre gesichert. Die Arbeitsplätze sind gesichert, die Gesundheitsversorgung. Und wir haben gute Voraussetzungen, jetzt im Verbund mit Heidelberg die Gespräche zum Erfolg zu führen.